In der Nacht auf Dienstag gab es wieder heftige Luftangriffe auf den Gazastreifen. Auch militante Palästinenser feuerten wieder Raketen auf Israel ab. Das israelische Militär hat laut eigenen Angaben Tunnelsysteme der Hamas und die Häuser von 9 Hamas-Kommandanten zerstört. US-Präsident Joe Biden hat in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu seine Unterstützung für eine Waffenruhe erklärt. Er blieb allerdings hinter Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe zurück. Die USA haben wiederholt das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen den Raketenbeschuss aus Gaza verteidigt, zugleich aber beide Seiten aufgefordert, die Zivilbevölkerung zu schützen. Seit Beginn der Eskalation sind 212 Menschen, darunter 61 Kinder, in Gaza getötet worden. Israel beklagt 10 Tote. Durch die andauernden Bombardierungen werden immer mehr Palästinenser obdachlos. Einige haben Zuflucht in Schulen gefunden, von den Vereinten Nationen inzwischen als Notunterkünfte betrieben. Wir sind verloren. Niemand konnte sich vorstellen, dass wir unsere Häuser lebend verlassen würden. Wir waren uns sicher, dass wir in dieser Nacht sterben würden. Auch die südisraelische Stadt Ashdod steht unter Beschuss durch aus Gaza abgeschossene Raketen. Shirley lebt in einem Gebäude, das getroffen wurde. Ich wohne hier in dem Haus. Wir haben die Sirene gehört und sind runtergegangen, um Schutz zu suchen. Meine Mutter ist behindert, doch sie konnte Schutz finden. Das hat sie gerettet. Die beiden Regierungen sagt, sie arbeite hinter den Kulissen an Frieden. Doch ihre Bemühungen gemeinsam mit Ägypten und anderen Partnern für eine Waffenruhe zeigen bisher keinen Erfolg.